Kellerduell zum Jahresabschluss zwischen zwei ehemaliger Bundesligisten. Der SV Waldhof Mannheim zuletzt mit einem 3:0 gegen Aue nach zuvor 10 sieglosen Partien. Auf der anderen Seite der TSV 1860 München wartet in Pflichtspielen seit 6 Stunden auf ein Tor. Der Waldhof im gewohnten Blau-Schwarz mit der besseren Anfangsphase. Über den luxemburgischen Nationalspieler Laurent Jahns. Schöner Doppelpass mit Arase. Und zum ersten Mal wird David Richter geprüft. Das ist eine der wenigen Szenen des Waldhofs, in denen sie mal schnell und schnörkellos nach vorne gespielt haben. Das eher die Ausnahme. Aber insgesamt der Waldhof in den ersten 15 bis 20 Minuten besser. In der Folge übernehmen die 60er. Riesenchance für Manfred Starke, völlig blank gelassen nach schöner Ludewig-Flanke, trifft den Ball allerdings nicht richtig. Die Löwen mittlerweile spielbestimmt, immer wieder über rechts, Verlat einmal, Verlat zweimal. Was für eine Chance, und das zeigt ganz gut, warum sie seit mittlerweile knapp 7 Stunden auf einen Treffer warten. Lucien Havriljuk. Herausragend, und es ist zum Haare raufen für Interimstrainer Frank Schmöller. Das Team von Rüdiger Rehm nicht besonders gut gespielt zur Pause, allerdings die Null hinten gehalten. Hälfte 2 in der 56. Minute dieser Aufreger. Laurent Jahns springt der Ball an den Arm. Ganz viel Glück für Mannheim, dass es hierfür keinen Elfmeter gibt. Den hätte es geben müssen. Auf der Gegenseite, unmittelbar danach der Waldhof. Jahns vorne beteiligt, und auch hier gibt es Reklamationen und sofort den Pfiff. Kopfball Okpala, der jubelt, aber bei aller Liebe, das darf kein Elfmeter sein. Ludewig sieht den Ball nicht kommen, springt hoch, das ist eine normale Armhaltung, hat nichts mit Absicht zu tun, ein extrem schmeichelhafter Elfmeter für den Waldhof. Bentley Baxter-Wahn muss 5 Minuten warten. Und dann darf er. Richter noch dran. Bahn trifft zum zweiten Mal in dieser Saison vom Punkt. Zuletzt Doppelpacker gewesen zur glücklichen Führung für den Waldhof. Zwischendurch zündelte der 60-Anhang. Es kam zu einer 5-minütigen Spielunterbrechung. Die Führung bis hierhin nicht wirklich verdient. Die Löwen tun sich schwer. In den folgenden Minuten verteidigt der Waldhof gut. Wir springen schon in die Schlussphase der Partie. Michael Glück, 89. Minute mit dem Scherenschlag. Und wieder so viel Platz, aber wieder kein Tor. Das Warten geht weiter. 8 Minuten Nachspielzeit gibt es. Die allerletzten Augenblicke der Partie. Soleimani, der ehemalige Mannheimer, aber die können momentan so lang spielen, wie sie möchten. Sie treffen das Tor einfach nicht. Seit über 7,5 Stunden. Rüdiger Rehm jubelt mit seinem Team. Ja, wir haben im richtigen Moment, gehst du in Führung und hast dann hinten auch das Quäntchen Glück. All das, was eigentlich in der ganzen Vorrunde nicht so da war. Und deswegen nehmen wir das auch gerne mit, auch wenn es vielleicht mal, ja, bisschen die Nerven anspannt. Das ist halt so ein Ding, durch einen Elfmeter entschieden wird. Ja, wir stehen jetzt da. Wir hätten 2 Spiele verloren vor Weihnachten. Hätten wir natürlich uns alles anders erwünscht, weil ich glaube, wir waren gut im Spiel drin. Aber davon können wir uns jetzt im Nachhinein nichts kaufen und fahren jetzt mit einem scheiß Gefühl in die Winterpause. Ordentliche Partie der Löwen, aber wieder mal keine Punkte. Damit kann der Waldhof gleichziehen mit den 60ern. Beide jetzt bei 20 Punkten. Und Mannheim springt über den Strich kurz vor Weihnachten. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.